was ich hier stehen habe. So, ich habe nämlich vor mir jetzt das Stativ hingestellt, damit ich anhand des Statives immer erkenne. Dann muss ich nur Stativ, dann sehe ich hier, da fühle ich hier, da ist die Kamera, also in der Richtung von dem Stativ. Natürlich nicht auf dem Stativ drauf. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Was ist denn das Ziel? Also das Positive ist schon mal, das Ziel ist es nicht, irgendwo auf einen dieser Türme zu landen. Da ist schon mal das Positive. Jetzt haben wir eine kalte Sonne, oder was ist das da? Also könnte ich mir vorstellen, wenn das normalerweise eine blaue Sonne ist, rote Sonne ist, jetzt eine blaue, dann geht es wohl darum, irgendwas einzufrieren. Tatsächlich. Okay. Ups, hätte ja sagen können, dass es eine Trophäe dafür gibt. Nein, nicht eine Trophäe, sondern eine Trotter-Trophäe. Aber was soll mir das bringen? Er zeigt da. Das auch nicht. Also ich kann auch die Lava nicht einsaugen und dann da drauf pusten, dass es anfängt zu brennen. Okay, hier ist er hier. Was der mir bringen soll, weiß ich auch nicht. Warum wandert er hin und her, um die Kristalle da zu kriegen? Okay, aber warum ist das hier? Also das... Dafür. Oh, ich habe eine Trophäe bekommen. Wichtig ist es ja so sehr. Jede Trophäe freut mich sehr. Nur der Lippo reimt so gut mit sehr auf sehr. So, ich glaube, ich hole mir die doch da. Ja, das Blöde ist natürlich, wenn man hier nicht sieht, was vor einem steht. Also sehe ich auch gar nicht das Teil. Komm mal zurück. Wer Wurzel schlagen da? Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Ach so. Zimmer. So, also. Ach, das ist jetzt das Gegenteil von dem. Ja, habe ich ja schon erwähnt. Das Gegenteil von dem Pflanzen wegflemmen ist jetzt, dass die Lava abkühlen. So. Wenn ich da drauf komme, dann müsste das ja eigentlich auch hier. Genau, das mit Wasser behandeln. Das ist aber eine extrem heiße Trockenheit, die herrscht, wenn die Teile quasi fast schon instant, hallo? So, und jetzt muss ich erstmal gucken, wie es denn da weitergehen soll. Wenn ich da runterfall, falle ich auf jeden Fall. So, hier, da ist die Kamera. Wenn ich da runterfall, hallo? Was ist denn da schon wieder im Weg? Ach, das, fuck. Eigentlich sollte das da nur dazu dienen, um zu wissen, wo die Kamera ist. Nicht, dass ich mit denen hier dagegen hau. Gut, dass die Kugeln davor aus Gummi sind. Okay. Warum ging das jetzt nicht? Ich muss das verkleinern, das Ganze. So, das würde mir besser gefallen, wenn der irgendwie so hier wäre. Da kann ich nämlich hier wieder das hier saugen. So, nächste. Bis jetzt entpuppt sich das hier noch als entspannend. Viel schöner wäre das eigentlich, wenn ich jetzt auf dieses Stativ, was ich hier stehen habe, oben, was ich ja sowieso nicht sehe, ich bin wie so ein Blinder hier. Wenn ich da drauf sowas
meinetwegen den Controller legen könnte. Und dann würde man den Controller, die Kamera würde den registrieren. Dann würde ich sehen, da wo der Controller ist, ist dieses Teil. Shit, an den zweiten wollte ich gar nicht drankommen. So, da unten ist ja trockener Sand, da kann ich also ruhig drauf. Ach, das ist ja so ein Speicherpunkt. Ach, das war's schon. Das war ein sehr chilliger Level. Ich hoffe mal, dass ich nicht 27.000 Kristalle übersehen habe. Hier oben drauf liegen die Kristalle. Man muss dann irgendwie da dran kommen, dann da hochschwimmen und wie so ein Weltmeister muss man den Level lösen. Wenn man das gelöst hat, kriegt man sofort 1.000 Euro aufs Konto überwiesen. Es gibt keine lahmen Trophäen mehr. Ach, da habe ich jetzt... Ja gut, den könnte ich eigentlich auch machen, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich wüsste nicht, dass mir das was gebracht hätte, diese Teile. Das finde ich eine dermaßen Epicness. Hallo, das ist Pusten. Mann! So, egal ob da kaputt ist, Hauptsache ich habe diese Kugel. So, das war's für diesen Level. Meine Güte, ich muss mich gar nicht aufregen. Das kenne ich gar nicht von mir. Ich meine natürlich, es wäre ungewohnt gewesen, wenn ich mich aufgeregt hätte. Level 10. Ich lade den Level mal einzeln hoch. Welt 3, Level 10. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.